Alle Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Liebe Gemeinde, die Verzierungen auf dem Altar und hier vorne verraten es. Wir feiern Erntedankfest. Herzlich willkommen. Möge der Herr unsere Herzen erwecken und dass wir seine segnende Hand erkennen und seine Güte preisen. Zu Anfang wieder auch ein paar Abkündigungen und wir streuen Vers 1 bis 3. Unsere Hilfe ist dir im Namen des Herrn. Geliebte in dem Herrn, wir sind hier zusammengekommen, um Gott für seine Gaben zu danken und ihm durch Gebet und Loblied anzurufen. Lasst uns zuvor knien, unsere Sünden bekennen und um Vergebung bitten, im Namen unseres Herrn Jesu Christi. Herr, die Gaben auf dem Altar erinnern uns an deine fürsorgliche Hand und an deine Treue. Du hast uns nicht nur gemacht, sondern erhältst uns auch jeden Tag. Herr, vergib uns unsere Undankbarkeit und dass wir Dinge so selbstverständlich annehmen. Vergebe uns unser Konsum, Lebensstil und dass wir oft mit den Dingen umgehen, als ob es unsere Gaben wären, wo doch Rost und Motten sie fressen. Du bist der ewige Gott, darum kommen wir zu dir, suchen und bitten um Gnade. Herr, sei uns Sündern gnädig,
Amen. So spricht unser Herr in Matthäus 5. Selig sind, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Möge unser Herr uns diese himmlische Speise geben, die in Ewigkeit bleibt. Amen. Wir singen den Introitus zum Erntedankfest Nummer 70 und danach die Festtagsliturgie. Thank you.
Der Herr sei mit euch. Lasset uns beten. Barmherziger Vater, du hast uns vielerlei Gaben und Kräften anvertraut. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir sie dankbar bewahren und nach deinem Willen gebrauchen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Apostel Paulus schreibt zur Gemeinde Korinth in seinem zweiten Brief, Kapitel 9, Vers 6, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht unwillig oder mit Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut und den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen gibt und dem Sämann und Speise und Brot zur Speise, der wird euch auch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen und Früchte eurer Gerechtigkeit. So werdet ihr reich sein in allen Dingen, zu geben in aller Einfalt, die durch uns wirkt, Danksagung an Gott. Denn der Dienst dieser Sammlung hilft nicht allein dem Mangel der Heiligen ab, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken werden. Denn für diesen treuen Dienst preisen sie Gott über euren Gehorsam, im Bekenntnis zum Evangelium Christi und über der Einfalt eurer Gemeinschaft mit ihnen und allen. Und in ihrem Gebet für euch sehnen sie sich nach euch, wegen der überschwänglichen Gnade Gottes bei euch. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Güte. Soweit die Lesung. Du aber, o Herr, erbarme dich unser. Thank you.
Wir hören das Evangelium heute aus Lukas 12, Abvers 22, so ein bisschen der Text nach dem Text, der in dem Gesangbuch angegeben ist. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch, sorget nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Seht die Raben an, sie säen nicht, sie ernten auch nicht, sie haben auch keinen Keller und keine Scheune, und Gott ernährt sie doch. Wie viel besser seid ihr als die Vögel? Wer ist unter euch, wie sehr er sich auch darum sorgt, seines Lebens Länge eine Spanne zuzusetzen? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht vermögt, warum sorgt ihr euch um das andere? Seht die Lilien an, wie sie wachsen. Sie spinnen nicht, sie weben nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen? Darum auch ihr, fragt nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und macht euch keine Unruhe. Nach dem allen trachten die Heiden in der Welt, aber euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch das alles zufallen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Soweit die Lesung. Das Evangelium von Jesus Christus ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Wir bekennen heute unseren Glauben mit Worten der Erklärung Martin Luthers zum ersten Artikel im Gesangbuch auf Seite 840. Den ersten Artikel und auch, was ist das? Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erden. Was ist das? Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält. Dazu Kleider und Schuhe, Essen und Trinken, Haus und Hof, Frau und Kind, Acker, Vieh und alle Güter. Mit aller Notdurft und Nahrung des Leibes und des Lebens mich reichlich und täglich versorgt, wieder alle Herrlichkeit beschirmt und vor allem Übel behütet und bewahrt. Und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohn all mein Verdienst und Würdigkeit. Des alles ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin, das ist gewisslich wahr.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist nun mit uns allen in seinem Wort, das wir gleich hören werden. Es ist eine Geschichte, die wir dachten, alle schon kennen, aber wir lassen uns überraschen. Zuvor eine Bemerkung oder Frage oder besser gesagt eine Reklame. Wir schalten nun um auf Reklame. Bist du der Mensch, der die Welt verändern möchte? Die Person, die innovativ und abenteuerfreudig ist, eine neue Welt entdecken möchte und risikofreudig die Gesellschaft heilen möchte? Wir haben ein super Team für dich zusammengestellt, das dir beisteht mit Rat und Tat, Erfahrungen teilen und dich garantiert versorgen wird mit allem, was du brauchst. Auch wenn du nur einfach mit nur mal reinschauen möchtest, bist du willkommen. Wir ernten ohne zu pflanzen, wir teilen aus ohne zu fragen, wir lehren mit allem Respekt, wir heilen mit aller Liebe, wir retten die Welt. Kommst du mit? Bisschen Zweifel? Dann hier eine Beispielgeschichte, Markus 8. Ich lese ab Vers 1. Zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Mich jammert das Volk, dass sie harren und nun schon 3 Tage bei mir sind und nichts zu essen haben. Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Wege verschmachten, denn einige sind von ferne gekommen. Seine Jünger antworteten ihm: Woher nehmen wir Brot hier in der Einöde, dass wir sie sättigen? Und er fragte sie: Wie viel Brot habt ihr? Sie sprachen: 7. Da gebot er dem Volk, sich auf die Erde zu lagern, und er nahm die 7 Brote, dankte und brach sie und gab sie seinen Jüngern, dass sie sie austeilten, und sie teilten sie unter das Volk aus. Sie hatten auch einige Fische, und er sprach den Segen darüber und ließ auch diese austeilen. Und sie aßen und wurden satt. Und sie sammelten die übrigen Körbe auf, 7 Körbe voll, übrigen Brocken auf, 7 Körbe voll. Es waren aber etwa 4000, und er ließ sie gehen. Wir beten. Herr, segne dieses Wort, lass es in Gedanken, Worten und Taten übergehen. Amen. Ist es eine Wundergeschichte zum Erntedankfest? Ich meine eher eine Studienreise, auf der dann auch einige Wunder geschehen. Aber es geht hauptsächlich um dich und mich, mit auf diese Reise mit Jesus zu gehen. Markus hat sein Evangelium wunderbar in 3 Teile aufgeschrieben und dann noch ein 4. offenes Ende hinzugefügt. Der 1. Teil spielt sich geografisch sehr im Norden Galiläas ab, nördlich von Jerusalem, beginnt mit Johannes der Täufer, der da getauft hat und wo Jesus seine ersten Jünger um sich gesammelt hat, viele Menschen geheilt hat und die frohe Botschaft vom Königreich Gottes verkündigt hat. Bei dieser Episode, da war schon ein Ereignis, eine Speisung der 5000 Menschen, wo die Jünger viel gelernt haben, wahrscheinlich auch ein faszinierendes, unvergessliches Ereignis von allen Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes beschrieben. Wir sehen dann im 2. Teil, geht Jesus aus diesem Gebiet raus in ein heidnisches Gebiet. Die Jünger haben so einiges verstanden, klar, Gottes Heil gilt seinem auserwählten Volk. Halleluja. Aber würde das Gleiche auch den Heiden gelten? Und die Antwort, die gegeben wird, ganz klar, ja. Und darauf werden wir gleich nochmal eingehen. Dann im 3. Teil geht Jesus nach Jerusalem. Der Konflikt nimmt zu, dann die letzte Passamahl, Verhör, Kreuzigung, Auferstehung und dann noch ein offenes 4. Ende, als Jesus seine Jünger entlässt. Dann werden sie sein Werk auf Erden fortsetzen, in aller Welt gehen und tun, wie er es getan hat. Dazu dient also nun auch diese Geschichte, die wir gehört haben, diese Lektion, um die Jünger vorzubereiten für den Dienst in aller Welt. Und die Welt ist groß und weit mit allen möglichen und unmöglichen Kulturen und Sprachen und Nationen,
wovon die Jünger da noch nicht viel wissen wollten. Hier geht also Jesus raus in ein nicht-jüdisches Gebiet. Da kam schon die Geschichte, gerade vor unserer Geschichte, da kam eine syrophönizische Frau zu Jesus und den Jüngern, also aus einer ganz anderen Kultur. Ihre Tochter war von einem bösen Geist geplagt. Sie klagt und jammert den ganzen Weg über bei Jesus. Die Jünger sagen zu Jesus, sende sie weg, sie stört. Hamba. Und dann steht Jesus stille und redet mit ihr. Und sagt er, es ist nicht gut, dass man den Kindern das Brot wegnimmt und wirft es dann vor die Hunde. Mit anderen Worten, ich, Jesus, ich bin für Israel gekommen, dem auserwählten Volk. Das Heil ist für Israel gedacht, nicht für euch Heiden. Und da müssten die Jünger wahrscheinlich gelächelt haben. Richtig so, zeig ihr, ne? Sie ist ein Outcast. Sorry, aber wir können nicht helfen. Ja, aber, argumentiert die Frau, doch essen die Hunde von den Krümeleien, die von ihres Herrn Tischen fallen. Jetzt geht Jesus ganz auf ihr ein. Er sieht ihren Glauben, ihr festes Vertrauen, dass dieser Jesus helfen kann und wird. Und Jesus tut das Wunder. Geh hin, deine Tochter ist gesund. Da werden die Jünger große Augen gemacht haben. Was tut Jesus da? So, und jetzt folgt diese Geschichte, nach dieser Heilungsgeschichte dann auch diese Speisung der 4000. Ähnlich wie die Speisung der 5000 schon vorher mal in Markus 6 beschrieben. Und doch 15 Unterschiede. Also kein Schreibfehler der Übersetzer. Und nur bei Markus aufgeschrieben. Wie gesagt, die Speisung der 5000 haben alle Evangelium. Dieses Brotvermehrungswunder hat nur Markus uns überliefert. Ähnlich die beiden Geschichten in der Einöde, weit weg von den Städten und Vorrede. Viele Heilungsgeschichten vorher, die Menschenmassen strömen zu Jesus und die Jünger wollen nicht so richtig mitwirken. Alle werden sie hungrig, aber anders sagt hier Jesus, ich habe Mitleid mit diesen Menschen, denn sie verharren schon 3 Tage lang bei mir. 3 Tage! Wir werden schon müde, wenn die Predigt über 20 Minuten lang gedauert. Und wenn irgendjemand ein paar Schulbrote mitgebracht hat, dann wäre es nach dem ersten Tag doch schon verzehrt gewesen. Aber die Leute blieben. Sie, die Heiden, die Hunde, wie vorher Jesus sie vorher genannt hatte, halten aus. Sie wollen noch mehr und mehr von Jesus hören. Was hat Jesus ihnen wohl alles mitgeteilt? Das müssen faszinierende Stunden mit Jesus gewesen sein. Leider schreibt Markus davon nichts auf. Und dies ist das einzige Mal in der Bibel, dass Jesus von sich aus sagt, ich habe Mitleid mit ihnen. Andere Male, da konnten die Jünger Jesus sehen, dass er Mitleid hatte, aber hier Jesus sagt es selbst von sich aus. Also, er informiert die Jünger, denn offensichtlich haben sie kein Mitleid. Bei der Speisung der 5000 sind es noch die Jünger, die zu Jesus kommen und ihn informierten, Jesus, diese Leute sind hungrig, sende sie weg, dass sie sich was zu essen kaufen können. Aber nicht hier bei den Heiden. Hier ist es Jesus, der die Jünger anschaut, informiert, ich fühle Schmerzen, also mein Innerstes ist verkrampft, denn ich leide mit ihnen. Wenn ich das Volk jetzt wegsende, werden sie zusammenbrechen, verschmachten. Sie schaut die Jünger an. Die Jünger schauen ihn mit großen Augen zurück an. Wir? Sorry, wir haben nichts. Wir können nichts. Wir sind ratlos. Wahrscheinlich hat Jesus geseufzt. Haben Sie dann noch nichts gelernt von der Speisung der 5000? Das bisschen, das sie damals hatten, hatte Jesus ja gesegnet und aus dem Segen wurden Tausende gesättigt. Nichts gelernt.
Ich denke, so ein bisschen sind wir auch wie die Jünger. Nicht wahr? Haben wir doch hier auch eine reiche Geschichte in Lüneburg. Nicht nur die Vorgeschichte in Deutschland, sondern auch 150 Jahre Lüneburg, eine Glaubens- und Wundergeschichte, nicht wahr? Noch nichts gelernt? Ihr meint, ihr seid heutzutage in einer politischen Einöde? Kriminalität, Krankheiten, Landgrabs, teilweise Armut. Und jetzt kommt noch der Aufruf Jesu, bringt ihr den Menschen das Heil? Diesen Heiden, diesen ausgehungerten und verirrten Seelen. Wir? Jesus fragt, was habt ihr denn? Wie viele Brote habt ihr? 7. Diesmal auch nimmt Jesus allein die Initiative. Er lässt das Volk lagern. Er nimmt die Brote. Er dankt. Und das sind hier die Abendmahlsworte, die wir sonntäglich hören. Er nahm das Brot, dankte und brach es, gab seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst, das ist mein Leib für euch gegeben. Hier nimmt Jesus das Brot und er dankt und er fängt an auszuteilen, zuerst den Jüngern. Da habt ihr Brot, gebt und verteilt es unter dem Volk. Und das Wort verteilen ist hier so impliziert, er teilte aus und er teilte aus und er teilte aus und hört nicht auf. Und da kommt noch was hinzu, auf einmal waren da zwei Fische. Fische hier in der Steppe, in der Einsamkeit, wo kommen die denn her? Es wird uns nicht gesagt, sie waren einfach da. Ein Schöpfungswunder. Wieder dankt Jesus und verteilt. Und verteilt und verteilt, bis alle trommeldick satt waren. Und danach wurde aufgeräumt, wie so nach einem Posaunenfest, alles in große Säcke getan. Hier hoben sie in Körben auf von den anfangs 7 Brote. Übrig blieben 7 große Körbe. Ihr behaltet, wie viel blieben übrig bei der Speisung der 5000? Es waren 12 kleine Picknickkörbe, wahrscheinlich auch eine symbolische Zahl nach den 12 Stämmen Israels. Hier aber 7 Körbe, symbolisch für 7 große, damals bekannte Länder der Welt. Und das waren solche großen Körbe, wo ein erwachsener Mann hineinpasste. Als Paulus damals in Damaskus oder später dann in Damaskus von der Polizei gesucht wurde, da haben sie Paulus in einem solchen Korb über die Stadtmauer runtergelassen. Ja, also schon ein großer Korb. Überreichlich mehr hatte Gott verschwenderisch gegeben. Nach diesem Speisungswunder der 4000 ist es Zeit, weiterzugehen. Jesus hatte seinen Jüngern gezeigt, das Heil gilt auch für die Heiden, alle Menschen. Und das Heil nach Leib und Seele, wenn du willst, soziale Gerechtigkeit und geistliche Erlösung. Haben die Jünger es begriffen? Nun, so schnell wohl noch nicht. Wir lesen im gleichen Kapitel 8 ein bisschen weiter, dass sie ein paar Tage später schon wieder untereinander kabbelten. Warum hat denn keiner von ihnen Brot eingekauft? Und Jesus fragt sie, warum macht ihr euch schon wieder Sorgen, ob ihr Brot habt? Wie viele Körbe habt ihr eingesammelt, als die 5000 gespeist wurden? Sie sprachen 12. Wie viele Körbe habt ihr eingesammelt, als 4000 Mann gespeist wurde? Sie antworteten 7. Jesus fragt seine Jünger, und? Ha, irgendwas gelernt? Aber danach, dann kam ja auch die Kreuzigung, Auferstehung und Pfingsten. Die Jünger gewannen feste Zuversicht. Gingen zuerst zögernd, aber dann mehr und mehr hinaus in alle Welt. Das Heil vermehrte sich in Israel, Samarien und bis ans Ende der Welt, sogar bis hierher Südafrika, seit 150 Jahren Lüneburg. Halleluja. Doch Jesus geht auch jetzt noch weiter und weiter durch die Dörfer und Häuser und tritt ein in dein und mein Leben. Und spricht auch zu dir und mir.
Spürst du das Mitleid, mein Mitleid für diese Welt? Jesus wird eingreifen, ob wir mitmachen oder nicht. Aber er lädt dich und mich ein. Willst du nicht mit mir mitgehen? Denn die Welt zu retten ist meine Aufgabe, sagt Jesus. Aber du darfst dabei sein. Und ich, Jesus, ich wünsche es mir von Herzen, dass du dabei bist. Und ich zeige dir, wie dein Glauben, dein Vertrauen wächst von Tag zu Tag, von Erlebnis zu Erlebnis. Ich, Jesus, werde die Wunder tun, aber du sollst dabei sein und lernen. Ich, Jesus, werde dir meinen Geist schenken und meine Weisheit. Halte dich an mich und behalte, wenn du gibst, dann gibst du nicht nur ein bisschen Brot, sondern du gibst den Menschen ein bisschen von mir, denn ich bin das Brot des Lebens. Liebe Gemeinde, Erntedankfest richtet unseren Blick auf das, was Jesus tut, und er fragt auch an jeden von uns: Nun, was hast du denn? Ach, 7 Minuten am Tag, sagt vielleicht jemand. 7 Apfelsinen, sagt die Hausfrau. 7 Rand in der Tasche, sagt das kleine Kind. 7 Millionen Rand, sagt der arme Milliardär. Bringe, was immer auch du hast und in Jesu Hände abgeben willst. Du weißt ja, du wirst nie genug geben, denn die ganze Welt soll gerettet werden. Aber was du gibst, gebe von Herzen und mit der innigen Bitte: Jesus, mache du was draus. Vor 2 Wochen hatten wir von Beruf und Berufung gesprochen. Wir haben gesagt, du stehst doch immer in den Dienst des Herrn, in welchem Stand und Beruf Gott dich auch berufen hat. Und es kann sein, dass du abgesehen von deinen persönlichen Aufgaben im Haushalt, in der Gemeinde und im Geschäft noch zusätzlich andere unterstützen kannst, die in unserer Gemeinschaft einen klaren Ruf gefunden haben. Denke da an die Pongola-Schule. Wäre so ein Beispiel. Massifunde, Kindergärten, eine Landbauschule in Lüneburg. Die Kinder bringen heute Speise fürs Altersheim. Wunderbar. Das theologische Seminar in Pretoria als Quelle der Brotvermehrungswunder. Neue oder bestehende Gemeinden aufleben lassen. Frieden und Versöhnung in der Gemeinschaft durch bestehende oder neue Initiativen. Ihr versteht, es geht zuerst um den Ruf in die Nachfolge Jesu. Er schenkt das Heil nach Leib und Seele. Christus schenkt eine Berufung, gibt mir sein Versprechen. Ich gehe mit dir, ich wirke die Wunder durch dich. Noch einmal, das gilt für eine Person, das gilt auch für eine Gemeinde, wie diese, voller Jünger und Jüngerinnen, die hier sind. Und so gerne würde ich mit euch weiter den Weg gehen wollen, auch für uns etwas genauere eine Aufgabenformulierung zu machen. Bewirkt die 3 Stichwörter, bewirken die am Eingang bei dir irgendwelche ein Neugier? Du weißt, was da steht. Glauben, loben, dienen. Glauben ist eben die Jüngerschaft, heißt das Heil und die Gerechtigkeit. Loben, das ist dieser Gottesdienst, die Gemeinde, Gemeinschaft der Gläubigen. Dienen ist die Sendung. Ich diene Gott, indem ich ja meinen Nächsten diene, je nach meinen Begabungen und Fähigkeiten, indem ich gute Arbeit leiste und manchmal auch das scheinbar Unmögliche tun soll. Denn mit meinem Dienst dient Gott. Es dauert nicht lange. Du bist Teil von einem Superteam, dass die Welt in die Welt geht, aufrichtig und Kopf hoch. Es dauert nicht lange und du lädst auch andere ein. Komm, mach doch mit. Wir sind unterwegs mit Jesus. Gebe Gott, dass wir diesen Ruf hören und heute innerlich wieder aufs Neue sagen: Ja, Herr, ich bin dabei. Amen. Und der Friede Gottes, der mehr ist, als wir verstehen oder begreifen, bewahre und halte eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Wir wollen beten mit dem Lied Nummer 480. Ich werde ein kurzes Gebet sprechen. Danach singen wir Vers 1. Wieder ein kurzes Gebet, Vers 2 Gebet, Vers 3 und dann am Ende 4 und 5. Lasst uns beten. Vater der Barmherzigkeit, dir geben wir Lob und Dank. Wir haben in Häusern und bei der Arbeit gearbeitet, in den Fabriken und Büros. Du hast unsere Arbeit gesegnet. Wir haben geerntet oder ein Gehalt verdient. Wir haben verbraucht und empfangen. Du hast uns Gaben gegeben und diese Gaben auf dem Altar zeugen davon, von dem Segen, den du uns gegeben hast. Herr, so nimm auch unsere Dankopfergaben an, die wir dir bringen in den Kollekten, Banküberweisungen. Herr, öffne du unsere Herzen und Hände, wie dein Herz und Hände offen sind. Weil du unsere Herzen geöffnet hast, so wollen wir auch unseren Mund öffnen und dir Lob und Dank sagen. Wir singen Vers 1. Jesus Christus, du hast es deiner Gemeinde vorausgesagt und gezeigt, es kommt viel Not, viele Sorgen, aber auch mit unseren Lobgesängen und mit unserem Vertrauen in dir willst du deine Wunder durch uns wirken. Herr, mach es hell in unserem Leben und unseren Gemütern. Lass unsere Angesichter aufleuchten, dass wir einander freundlich begegnen können, auch denen, die wir bisher nicht kannten oder mochten. Nimm das alte Gesicht der unnötigen Sorgen und Lasten. Schenk uns deine Gelassenheit und Geborgenheit. Du willst uns führen durch gute und schlechte Zeiten. Da schenkst du uns diesen Glauben, der alles von dir erwartet und nichts von uns selbst. Dir sei Lob und Dank und Ehre. Wir singen Vers 2. Herr, lass dein Wille geschehen, auch manchmal gegen unseren Willen, aber lehre uns weiterhin deine Wege und deine Wahrheit. Segne unseren Bischof, die Pastoren, Vorsteher, Gemeindeglieder und alle, die sich willig in deinen Dienst stellen lassen. Lass uns auch als Gemeinde Licht in der Welt sein und Salz der Erde, dass wir wuchern mit den Gaben, die du uns anvertraut hast. Dir sei Lob und Ehre. Wir singen Vers 3. Für unser Land und Leute, Herr, du hast uns so viele Arbeitsgelegenheiten gegeben und dennoch, Herr, sehen wir auch die Not, die Arbeitslosigkeit und viele, die nicht nur die Arbeit als Gabe empfangen, sondern wo es auch eine Last geworden ist. Wir bitten dich, stärke unser Vertrauen in dir, damit wir bereit sind auch für Opfergaben, die du wieder gebrauchen willst, um diese Welt zu verändern.
Lass uns Zeit geben für Familie, für Land und Leute, für Kirche, auch für Zeit und zum Entspannen. Auch hierin willst du unser Vertrauen testen. Herr, komm in unsere Ehen und Familien, in unserer Gemeinschaft mit deinem Geist der Wahrheit. Gib rechte Gemeinschaft, auch zwischen Eltern und Kindern, zwischen Alt und Jung, zwischen Brüdern und Schwestern, Männern und Frauen, Weißen und Schwarzen und Braunen, zwischen Arbeitsgebern und Arbeitsnehmern, zwischen Christen und Nichtchristen. Dir sei Lob und Ehre und Dank. Wir singen Vers 4 und 5. Gott spricht durch Jesus Christus, ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, den wird in Ewigkeit nicht hungern. So wollen wir nun zu dem Altar des Herrn treten, in der Gewissheit, dass wir das empfangen, was er versprochen hat. Leben, Vergebung, Gemeinschaft, Hoffnung und Freude. Wir singen zur Einleitung Lied Nummer. Alle Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Der Herr sei mit euch. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Halleluja. Und seine Güte währet ewiglich. Halleluja. Lasst uns beten. Wunderbarer Gott, du sättigest alles Leben mit deinem Wohlgefallen und hast uns in diesem Mahl die Freude deiner Gemeinschaft gewährt. Hilf uns, deinem Segen zu vertrauen, dass wir im Umgang mit deinen Gütern dieser Welt das ewige Heil nicht verlieren, sondern dass du deine Wunder durch uns wirkst. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Noch einmal herzlichen Dank, dass ihr dabei seid, für die Gemeinschaft der Gläubigen, für eure Opfergaben auf verschiedene Weise, dass Gott sie segnen möge. Wir bleiben stehen für den letzten Vers.